schön, dass jetzt trotz der Abendessenszeit Anfängen doch wieder einige gekommen sind zu diesem Thema. Ich denke, den meisten sagt das CCC-Camp etwas. Den meisten nehme ich an, oder? Ja. Okay. Ja, und wer da gewesen ist, weiß, wie das mit den Dieselaggregatoren gewesen ist. Und ganz viele haben sich immer die Frage gestellt, geht das nicht besser? Und RF-Guy, der sich gleich selbst ein bisschen was noch vorstellt, erzählt euch dann, ja, geht es besser oder nicht? Genau. Wer mich noch kennt, mein Nickname ist RF-Guy. Normalerweise laufe ich in irgendwelchen Neonklamotten auf Veranstaltungen rum, baue irgendwelchen Strom- und Funkzeug auf. Sind jetzt auch seit über 10 Jahren mit dem Stromteam im C3 Rock-Team, C3 Power. Haben auch schon das andere elektronische System zerlegt. Wird demnächst auch zum Kongress wieder was Hübsches geben. Da haben wir schon wieder was in der Pipeline. Schon mal einen kleinen Teaser. Und ja, es gab halt immer die Diskussionen auch im Vorfeld Dieselgeneratoren, auch in der jetzigen Zeit, wo man ja eigentlich von fossilen Energien weg will. Was kann man tun? Also habe ich da mal irgendwie in einer geistigen Umnachtung diesen Vortrag eingereicht und habe mich gestern Morgen um 6:50 in den Zug gesetzt von München und weil ich ja noch aufbauen war hier bis vor kurzem und habe festgestellt, ich habe einen Anfängerfehler begangen und im Frapp den Tag 1 nicht blockiert mit nicht anwesend. Deshalb, es sind 20 Folien geworden, sie sind auch diesmal immerhin eine Stunde vorher fertig gewesen. Und besser als mein letzter Talk. Also soll es halt einfach mal ein bisschen illustrieren und es geht einfach mal um auch mal auch generell aufzuzeigen, was eigentlich bei einem solch großen Event, wir reden da von 5.000 bis 6.000 Besucher, ich weiß jetzt auch nicht die aktuelle Zahl, 15 Mal ist glaube ich zugelassen, 5.500, wir werden vermutlich im selben Bereich liegen und wer schon auf dem Camp war, ich sehe ja hier die schönen T-Shirts, die da war, sehr schön, der weiß halt auch, wie schwierig dieses Gelände ist. Wir haben gerade in Miltenberg, es waren ja mehrere Diskussionen, Gelände zur Auswahl, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, war das Fusion-Gelände und es war in Bitterfeld noch, ist dann die Entscheidung im Orga-Team gefallen, dass es halt wieder Miltenberg wird. Die Entscheidung ist so und das Gelände hat einen absoluten Charme. Ich finde es also vom Gelände her super geil, einfach dieser Ziegeleipark. Wer das schon erlebt hat, das ist einfach ein tolles Gelände, was man toll bespielen kann, was man mit Kunst, mit Licht, mit Klettern, wirklich alles, mit Bahnfahren, auch für Kinder ein tolles Gelände. Das Gelände hat ein paar massive Nachteile. Wir müssen einmal das NOC 3 Kilometer Glasfaser vom nächsten Mast runterwerfen. Die Telekom stellt einen LTE-Mast auf. Und für dieses ganze Gelände, inklusive der Häuser, der Marina, gibt es dort einen Transformator. Das sind, glaube ich, 400 kW, was es da gibt. Und es liegt eine Mittelspannungsleitung, die noch aus DDR-Zeiten spannt, also irgendwie 35 Quadrat, ich glaube 10 oder 20 kV laufen dahin und diese Leitung ist halt voll ausgelastet. Also das ist auch technisch nicht möglich, vom EVU da was zu bekommen. Wir haben natürlich das schon vor 8 Jahren nachgefragt, wir haben vor 4 Jahren nochmal nachgefragt und es hat sich an der Situation nicht geändert. Was haben wir eigentlich überhaupt für Anforderungen an so ein Veranstaltungsgelände? Wir haben einmal eine technische Betriebssicherheit herzustellen. Wir haben eine Großveranstaltung, wo wir natürlich die entsprechende ländstädtliche, staatliche Veranstaltungsordnung halten muss. Da hat jedes Bundesland was Eigenes. Da müssen wir an das Land Brandenburg uns halten. Und da gibt es halt auch Auflagen, die wir einhalten müssen. Ja, wir haben die technische Betriebssicherheit sicherzustellen. Wir haben einen Personenschutz sicherzustellen. Wir müssen für Ausfallsicherheit kritischer Infrastruktur sorgen. Wir haben eine Wasserversorgung, eine Abwasserversorgung, die auf Pumpen angewiesen ist. Da muss ich nur mal vorstellen, wenn die Abwasserversorgung ausfällt, wie schnell das zu einem Problem kommen kann. Und wir haben eine Wegebeleuchtung, wir müssen das Kommunikationsnetz sicherstellen. Ja, und das Internet sollte halt auch nicht ausfallen, sowas. So. Und wir müssen eine skalierbare Energieversorgung haben. Also wir haben jetzt natürlich, wir haben 2015 und 2019. In 2019 gibt es einen Vortrag, der ist am Ende das auch nochmal verlinkt, wo wir das letzte Camp exakt gemonitort haben. Ich glaube 99% aller Verbrauchstellen, was wir überhaupt wo für Energie entnommen haben. Ja, und das ist, also wir waren, glaube ich, 2015 war es eine Peakleistung von 700 kW. Und ich glaube, 19 waren es 1 oder 1,2 kW, ich weiß es auswendig nicht mehr, was wir an Peakleistung überhaupt haben. Das heißt, wir sind schon beim Dreifachen des, was überhaupt theoretisch auf diesem ganzen Gelände dort ist. Ja.
Und natürlich müssen wir auch die Mehrverbraucher, wir können jetzt zwar ungefähr skalieren, wenn ich jetzt Diesel benutze, okay, da muss ich halt eventuell den Tanklaster mit dem Diesel einen Tag vorher bestellen. Ein Feststromanschluss, dann weiß ich, da kann ich, was ich, 120 Ampere entnehmen, die kann ich da aber auch dauerhaft entnehmen, ich bin nicht limitiert. Solarge ist halt so, ein Riesenaspekt ist das Wetter, also man muss auch aufpassen, was da immer steht, da steht dann 28 kW Peak Leistung kann so ein Solarsystem, das heißt, die Sonne steht senkrecht drüber bei klarem Himmel im Sommer, dann erreiche ich da 28 kW, allein ein bedeckter Himmel schwächt den Solarertrag massiv. Ja, das muss man einfach sagen. Das ist halt schwierig skalierbar. Das ist halt bei regenerativen Energien schwierig. Windkraft fällt da einfach aus, weil wir können da ja keine Windkraft aufbauen. Und da kann ja auch mal sein, dass da eine Flaute herrscht. Ja, aber sagt, die Möglichkeiten, die wir haben, sind da sehr begrenzt. Ja. Jetzt nochmal behördliche Auflagen. Ne? Wir haben detaillierte Veranstaltungsgenehmigungen. Das heißt, die Behörden schreiben uns auch vor, was für Infrastruktur wir vorhalten müssen, wie viele Toiletten wir vorhalten müssen, wie viele restliche sanitäre Anlagen. Wir haben Begrenzungen. Ja, da geht es jetzt relativ. Wir lassen da schon Container anliefern, aber teilweise hat man auch bei anderen Veranstaltungen, je nachdem, wo die sind, kann ich da aber mit 40 Tonnen einfahren. Was kann ich an dem Material überhaupt auf das Gelände bringen? Ja, eventuell ist eine Brücke da, da komme ich vielleicht nur mit 7,5 Tonnen drüber. Dann wird schon schwierig, da ein großes Aggregat drauf zu kriegen. Mildenberg ist sehr schwierig, was die Wasserversorgung betrifft. Wir haben eine Frischwasserleitung, die wir natürlich müssen wir den anderen Anwohnern auch noch Wasser lassen. Und es ist so, dass wir über Nacht so Frischwassersäcke im Prinzip auffüllen, dass wir das Wasser über Nacht zwischenspeichern, dass wir überhaupt genug Trinkwasser für alle Besucher haben. Mit dem Abwasser ist das Gleiche. Wir haben, ich weiß nicht, ob es die Leute, die schon da waren, gesehen haben, unter dem Ende quasi ist man vorbeigefahren, hatten wir riesige Abwassersäcke, weil die Abwasserleitung auch vom Querschnitt begrenzt war und wir mussten dieses auch nochmal mit dem Tanklaster quasi wegfahren. Also wie gesagt, das Gelände ist in diesem Fall alles andere als optimal, da eine Großveranstaltung zu machen. Wir müssen eine Sicherheitsbeleuchtung machen, das heißt, Vortragszelte brauchen eine Notausgangsbeleuchtung und die Fluchtwege, also Verkehrswege, die als Fluchtweg im Veranstaltungsgenehmigung ausgewiesen sind, müssen eine Wegebeleuchtung haben. Ja? Das müssen wir einfach vorhalten. Ja? Und natürlich kritische Kommunikation, Funk, deckt oder sowas, obwohl das das Unproblematischste ist, um einen Betriebsfunk aufrecht zu erhalten, da reichen tatsächlich wirklich ein paar Akkus. Jetzt haben wir das Problem, wir haben eine relativ große Fläche. Und wir haben in Deutschland Niederspannung ist bis 1000 Volt. Wir haben ein 230/400 Volt Netz. Und wir müssen in dem Fall halt auch sicherstellen, dass wir dort auch die entsprechende elektrotechnische Sicherheit machen. Das größte Problem, was wir tatsächlich haben, ist die Leitungslänge. Wir müssen mit jeder Ebene, also jeder Absicherungsebene sicherstellen, dass in einem Kurzschlussfall, es kann ja, was ich, kann jemand mit einem Klappspaten an so ein Kabel kommen, es kann irgendwas drauffallen, dass der Kurzschlussschutz gewährleistet ist. Die Gefahr beim Kurzschluss ist halt, dass ein Lichtbogen entstehen kann, dass hohe Ströme fließen, Leitungen überlastet werden können. Und wenn ich zum Beispiel zu eine lange Leitungslänge habe, löst der Leitungsschutz nicht aus. Wir haben in so einem normalen Sicherungsautomat, nennt sich Leistungsschutzschalter, haben wir zwei Auslöser. Wir haben einen magnetischen Auslöser, das ist dieser Kurzstromschutzauslöser, und wir haben einen thermischen Auslöser. Also ich kann zum Beispiel einen handelsüblichen B16 Sicherungsautomat, da kann ich auch mal 4 kW dranhängen. Das macht er schon, je nachdem, wie viel ich es überlaste, schon ein paar Minuten. Im Kurzschlussfall fließt aber so ein hoher Strom, dass dann halt Leitungen relativ schnell überlastet werden, heiß werden, Isolierung kann zu schmelzen beginnen. Und das ist unser Problem. Das müssen wir auf jeder Absicherungsebene einhalten. Also wir haben jetzt auch hier gestern zum Beispiel, haben wir jetzt hier zur Küche draußen oder zum Waffelzelt. Da haben wir gemessen. Wir haben da unten eine 100 Ampere Absicherung und wir haben gemessen. Wir haben einen Schleifenwiderstand von 0,28 Ohm und einen Auslösestrom von 816 Ampere. Das reicht gerade so, weil das sind schon da mit dem 35 Quadrat aus der Garage da unten raus. Das sind schon so 40 Meter oder sowas. Genauso die 63 Ampere Leitung, die es zum Waffelzelt rausgeht, da haben wir etwa dasselbe gemessen. Das ist eine 63er Leitung. Man muss da schon sehr aufpassen, dass wir das einhalten. Auch bei solchen Veranstaltungen, da gab es im letztjährigen Holland Camp auch nochmal Diskussion vor Ort, da war ich auch im Stromteam. Wir messen mittlerweile jegliche Installation auf so einer Veranstaltung. Und natürlich, wir müssen auch die Aufbausituation, wir kriegen eine Village-Planung, da reichen die Villages ein, was sie an Verbraucher haben wollen.
Wir versuchen das natürlich im Vorfeld aus Erfahrungswerten, was weiß ich, ein Chaos West oder ein Singularity Village oder die Berliner im Prinzip, was sie so im Endeffekt anmelden, dann kriegen wir noch mal rechtzeitig jetzt die Meldung rein. Das muss alles eingeplant werden und muss entsprechend versorgt werden. Ja. Faktoren bei der Netzplanung, ne, was ist das verfügbare Material? Ne? Was kriege ich überhaupt? Also es ist gerade so, in diesem Jahr, es ist Corona, ist im Prinzip vorbei, also was Veranstaltungen betrifft. Alle wollen Material haben. Man muss wirklich gucken, was bekomme ich überhaupt noch? Jetzt fahren alle Veranstaltungen wieder hoch, jeder bestellt, ich will haben. Erstmal, was kann ich über ein Material überhaupt bestellen? Was kriege ich denn überhaupt noch? Kriege ich überhaupt Kabel entsprechender Querschnitte? Die Kosten müssen natürlich auch eingeplant werden. Wir wollen natürlich auch, das Camp-Ticket ist massiv teurer geworden, weil wir massive Preissteigerungen haben, weil das wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen natürlich gerne so günstig wie möglich bauen. Ja? Möglichkeit, wie kann man überhaupt Leitungen legen? Ich kann Leitungen nicht geradlinig legen, da ist irgendwas dazwischen. Ne? Wir haben Überwege, gerade in Miltenberg, jeder weiß, wie viele Bahnanlagen es da gibt, die dann auch mit zwei Fahrzeugen bespielt werden. Ja? Wir haben Wege, Schienen, wir müssen teilweise über Wasser drüber, hinten der im See war, glaube ich, dahinter noch irgendwie eine Lampe. Und das ist ein Bild, das ist jetzt vom letztes Jahr von der MCH, das ist Powerlock, das ist eine 400 Ampere Leitung, das sind 5 Einzelader an 160 Quadrat. Also das da ist nur so ein Anschluss jetzt für so einen Generator, das wiegt um die 40, 50 Kilo. Sowas haben wir bei uns nicht, wir arbeiten in der Regel mit 125er Strecken, aber sowas, da kann man auch mal 150 Meter Strecke ziehen, aber da ist man auch beschäftigt. Das muss man ja auch alles irgendwie aufs Gelände bekommen. Das Weitere ist, was haben wir Übergabepunkte vom EVU? Wo haben wir einen Transformator, wo wir Niederspannung anschließen können? Wo haben wir Anschlüsse auf dem Gelände, die wir noch nutzen? Wir haben ja auf diesem Gelände ja auch alle Festanschlüsse, die irgendwo auf dem Gelände waren, auch noch mitbenutzt. Wir haben ja so viel wie möglich auf, sage ich mal, das öffentliche Netz gesetzt, wo es halt irgendwo sinnvoll war. Ja. Und dann kommen wir halt schon zum Thema Energiequellen. Ne? Feststromanschlüsse. So, dann haben wir natürlich Diskussionen. Diese Diskussion gab es auch auf der MCH. Da waren auch Planungen, dass wir dort ist ein etwas besserer Mittelspannungsanschluss vorhanden. Da war dann der Plan vom Deich, oben ein Mittelspannungskabel vom Energieversorger Leander da zu legen, noch einen weiteren Transformator aufzustellen. Das ist dann am Schluss, einmal war es, ist es signifikant teurer, als diese Generatoren zu mieten und zu betreiben, weil den Strom lässt das IVU sich auch zu bezahlen. Ein weiteres Problem, sobald wir Mittelspannung einsetzen auf so einem Gelände, brauchen wir Personal, das in der Regel der Netzbetreiber oder Verleiher der Anlage stellt, der rund um die Uhr vor Ort ist, der eine Berechtigung hat, Mittelspannungs zu schalten. Also wir ganzen, die jetzt auch elektrotechnische unterwiesene Personen, Elektrofachkräfte, wir dürfen in der Regel bis Niederspannung, das ist 1000 Volt, das ist das, was wir handeln dürfen. Und ich kann auch jedem empfehlen, von der Mittelspannungsanlage die Finger wegzulassen. Da sind Gefahren und Situationen, die wir teilweise gar nicht einschätzen können. Also ich habe mal Energietechnik studiert als Diplom-Ingenieur, also ich habe so ein bisschen was mitbekommen. Wir haben uns auch mal Kraftwerke angeschaut oder sowas, aber Mittelspannung, Störlichtbogen und sowas, was da entstehen können, da hört der Spaß auch auf und wir halten uns auch einfach an die rechtlichen Vorgaben. Das heißt, wenn wir eine Mittelspannung machen, es ist ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich ein Leitungsnetz längere Strecken übertragen machen will, das ist zum Beispiel auf dem Elbercamp passiert, da gab es eine 1000 Volt Strecke, da wurden tatsächlich zwei Transformatoren aufgestellt und wir haben dann einfach mit 1000 Volt, das dürfen wir gerade noch tun, tatsächlich eine Strecke überbrückt, um einen entfernten Punkt anzukriegen, weil wenn bei höherer Spannung fließt geringer Strom und dadurch kann ich mit einem gleichen Querschnitt quasi noch eine längere Strecke übermachen und ich kann dasselbe Kabel verwenden, weil das in der Regel auch für Niederspannung zugelassen ist und bei 1000 Volt es noch funktioniert. Ja? Es gibt es auch oft so, habe ich jetzt auch in München, sind so irgendwie Stammstrecke am Bau stehen, da sieht man auch, dass sie teilweise für die Baustellen auch so kleine Hochspannungsleitungen, Mittelspannungsleitungen gelegt haben, aber das ist halt für uns auch nicht handelbar und ist halt auch wieder ein Kostenfaktor. Na klar, Dieselgeneratoren. Wir arbeiten da seit Jahren mit Bredenor zusammen, haben relativ guten Kontakt hin. Ist, sage ich mal, natürlich super skalierbar. Wir können natürlich Generatoren einfach mieten, wenn wir die rechtzeitig mieten. Wir wissen aber teilweise auch im Vorfeld nicht exakt die Größen. Kriegen wir einen 220 kW oder einen 400 kW? Das müssen wir auch ein bisschen jonglieren.
Und die dritte Möglichkeit wäre tatsächlich Solar. Ne? Also das ist auch das Einzige an Energiequellen, die wir sinnvoll nutzen können. Wasserkraft haben wir da nicht, da fließt die Havel vorbei mit einer Fließgeschwindigkeit von 1 Meter pro Minute so gefühlt. Und da ist nichts zu wollen. Windkraft haben wir dort auch nicht. Eine Mittelspannungsleitung hinlegen ist für ein Event, was eine Woche dauert, mit Auf- und Abbau 3 Wochen dauert, in keinster Weise sinnvoll befinanzierbar. Ja. Und Solar, das ist schwierig. Gibt es von der Firma Bredenord, geht ja auch mit der Zeit und sagt halt so, ja, wir haben so einen tollen Solargenerator. Wenn man hingewiesen, ja, warum mietet ihr das nicht? Also es ist doch eine ganz tolle Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie mehr haben. Sie hatten bis jetzt 2 davon. Das Teil hat eine Fläche, wenn man es aufbaut, von 150 Quadratmeter. Das ist natürlich auch ein Flächenbedarf. Wir sind in Mildenberg mit dem Platz extremst begrenzt. Also wenn ich mir lege, selbst wenn wir einen Teil damit sowas versorgen wollen, ich verliere 150 Quadratmeter Fläche. Es dürfen natürlich auch nicht Bäume oder sowas da in Richtung Sonne stehen. Das muss halt irgendwie einigermaßen freiliegen. Diese Solaranlage hat eine Leistung von 28 kW Peak. Das heißt, ideal, so wie heute, Sonne, keine Wolken und meine Sonne steht quasi senkrecht auf dem Solarpanel. Das ist nämlich die Leistung, die auf diesen Solarplatten immer draufsteht. Da verschätzt man sich auch schnell. Kommen auch Thema, das später zum Thema Camper dazu. Und das ist das, was ich da maximal rausbekomme. So, jetzt haben wir, wenn wir Idealfall haben, dann kann ich da 28 kW machen. Bei dieser Anlage ist noch ein 30 Kilowattstunden Batteriespeicher dabei. Ich kann auch tagsüber, sage ich mal, wenn ich nicht so viel Strom brauche. Der meiste Strom geht ja bei uns sozusagen wirklich in die Beleuchtung vom Camp. Kann ich dort den Batteriespeicher voll machen und dann hat das Ding auch noch einen 28 kW Dieselgenerator. 28 kW ist nicht wirklich viel, muss ich mal vorstellen. Wenn man sieht, was manche Villages schon an Equipment da anbringen und was wir an Beleuchtung haben, das ist auch nicht mehr die neueste LED-Beleuchtungstechnologie, was unsere Lichtgurus da schön aufbauen. Da wird ja auch mal irgendwie ältere Lampen, die sie halt geschenkt bekommen haben, angeschlossen. Ich schätze, ich weiß es auswendig, dass wir nachts auf dem Camp mehrere 100 kW Beleuchtung haben. Und da ist so eine Anlage, die vielleicht für kleine Veranstaltungen, wo Spiele kommen, hervorragend geeignet wäre, ist einfach von der Leistungsdimensionierung für uns nicht ausgereicht. Und das Ding ist ein 20-Fuß-Container. Das ist größer als ein Dieselaggregat. Das muss ich ja auch transportieren. Das heißt, ich brauche auch einen entsprechenden LKW mit Absitzkran, der mir dieses Teil, also man sieht es da auch, das ist so den LKW, der mir das Ding halt dahin bringt. Dann muss ich das aufbauen. Okay, das ist kein Problem. Das kann man mit Engel machen. Da kriegt man eine Einweisung, wie man das macht. Aber im Prinzip habe ich eine Versorgungsleistung von 28 kW. Ich kann bis 56 kW rausnehmen, wenn ich den Energiespeicher, den Lithiumspeicher mit dazu schalte. Da komme ich leider halt überhaupt nicht hin. Ja, das ist, so gern wir das machen würden, es gibt halt auf dem Markt auch nicht wirklich sinnvoll, was wir einsetzen können. Ja, man muss auch sagen, wir wollen das Camp so. Ja, wir wollen eine Veranstaltung, die viel Licht hat, die viel tolle Technik hat. Dann muss man halt auch sagen, okay, wenn wir das wollen, dann müssen wir halt auch einen sauren Apfel beißen und dieses Energienetz machen. Ich habe jetzt mal hier ein Bild aus dem, ich habe gleich noch für größte Ausnahme, so wie dieses Verteilnetz auf dem Campgelände sieht. Ich kann es nachher im Q&A nochmal zeigen. Ich habe auch die Originalvorlage, weil es ein bisschen schärfer ist. Wie so ein Verteilnetz aussieht. Und jetzt gehe ich mal in so ein kleines Teilnetz rein. Also wir sehen jetzt hier, das ist jetzt der Bereich vorne am Ringofen. Da steht in der Mitte oben, wo diese 400 steht. Das ist ein 400 kW Aggregat mit HVT-Hauptverteiler. Und dann sieht man, was wir im Prinzip für Strecken dort bauen. 125er Leitung, dann gehen wir auf die 63 Ampere Ebene. Dann ist ein 32 Ampere Verteiler am Schluss auch. Und dort erst an diesen Verteilern, das ist das Netz, was wir als C3 Power bauen. Dieses Netz stellen wir zur Verfügung. Da muss man sich ja auch noch vorstellen, dann kommen ja noch die Teilnehmer. Die stecken sich ja dort an diese Verteiler mit einer 32 Ampere Leitung ein, mit einer 16 Ampere Drehstromleitung und natürlich auch mit der guten Baumarkt 1,5 Quadrat Kabeltrommel 50 Meter. Und weil die nicht reicht, stecke ich noch eine oder zwei dahinter. So. Da kann man sich ausrechnen, wenn wir mal so überlegen, so Faktor 7 ist so eine Hausnummer, 16 Ampere Automat bei so einer Schokoleitung, ne, da sind wir so, naja, 80 Ampere, 100 Ampere Kurzschlussstrom soll ich machen. Also wir haben auf der MCH gemessen, da waren wir bei 65 Ampere. Ne, also wenn ihr 10 Schokolade, 50 Meter Trommel auseinander macht und die schön auseinander macht, könnt ihr hier einen Kurzschluss machen, es passiert gar nichts. Das Kabel wird schön warm, habt ihr eine schöne Fußbodenheizung.
ist nur die Frage, ob man nicht will, wenn irgendwo tatsächlich eine Schmorstelle ist und sowas, das nicht abschaltet. Also wir sind da schon im extrem grenzwertigen Bereich, weil wir messen das Netz, was wir zur Verfügung stellen. Wir natürlich auch Troubleshooting machen. Und klar, wenn irgendjemand Fragen, Probleme hat, irgendwas funktioniert nicht, oder sagen wir auch immer, lieber kommt mit einer Frage, sagt, darf ich das so machen? Ist das in Ordnung? Wir messen auch gerne, wir reparieren auch gerne, wenn wir Sachen haben. Wir kümmern uns schon darum, aber wir sind da schon extremst grenzwertig. Ne? Wenn man sich halt überlegt, was da teilweise für Strecken liegen, und man sieht halt so eine 125er Leitung, die kann ich dann auch nur irgendwie 30, 40 Meter legen, und dann bin ich auch schon da mit dem Kurzschlussstrom. Wir haben hier unten, die ist abgesichert mit 100 Ampere, die 125er Leitung. Es sind noch vier Stecker dazwischen, weil die hier im Haus keine andere Leitung haben, und wir sind hier oben bei 816 Ampere. Wenn ich da jetzt noch 20 Meter dran stecke, dann bin ich schon drunter. Dann muss ich die Absicherung quasi schon runtersetzen, dann darf ich nicht mehr. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, was wir haben. Also selbst wenn wir jetzt sagen, wir hätten auf diesem Gelände einen Transformator, der uns, selbst wenn der in der Mitte vom Gelände wäre, der sagt, ich kann da meine 2 Megawatt abnehmen, das wäre überhaupt kein Problem, würden wir von der Leitungslänge nicht hinkommen und würden an entfernten Punkt tatsächlich trotzdem einen Generator aufstellen. Ja, weil wir einfach dort einfach von der Leitungslänge nicht mehr hinbekommen. Was wir da gebaut haben, sind tatsächlich Inselnetze. Das heißt, jedes Feld, was dort einen entsprechenden Leistungspunkt hat, einen Generator hat, ist ein Inselnetz. Das ist zwar geerdet, aber trotzdem, man bekommt die Erdung nicht so gut hin. Und es gab halt Leute, die haben über eine Straße ein Cut 5-7 Kabel in ein Datenklo eingesteckt, und das war dann weg. Wir haben tatsächlich über die Erde immer noch Ausgleichsströme, obwohl der Generator geerdet ist, obwohl wir alle Erdungspunkte messen. Allein das lässt sich nicht verhindern, dass Ausgleichsströme fließen. Deshalb sind alle Datenklos halt mit Glasfaser angeschlossen. Und deshalb soll man auch immer in seinem Feld bleiben. Es passiert ja elektrisch nichts, das ist einfach nur ein Ausgleichsstrom. Das ist ein Strom, der ist aber bei beides Erdpotenzial ist, ist das keine hohe Spannung, aber durchaus merkt man das, dass wir so Geschichten, und selbst wenn ich das aus einem Trafo versorge, die Potenzialunterschiede, weil man hat nicht alle 5 Meter einen Erdungspunkt. Ja, und das, deshalb fahren wir da Inselnetze. Jetzt sehen wir mal, wie so eine Topologie jetzt aussieht von einem, im Prinzip das oben 400er ist ein 400 kW Aggregat, auch noch ein Hinweis zu den Aggregaten. In der Regel haben wir wesentlich größere Aggregate. Der Vorteil am Dieselaggregat ist, wenn das so diese Grundlast überschritten hat, skaliert der Dieselverbrauch relativ linear mit dem Energieverbrauch. Das heißt, wenn ich ein 400 kW Aggregat habe und das irgendwie mit aus dem Bauch raus 70, 80 kW überschritten hat, danach skaliert tatsächlich der Dieselverbrauch relativ linear mit dem wirklichen Verbrauch. Also tagsüber, wo es weniger Beleuchtung ist, weil ich in den Morgenstunden, wo noch alle schlafen, noch keine Village-Küchen im Betrieb sind, die Duschen noch nicht benutzt werden, dann läuft das relativ im Idle, und abends dann bin ich dann auf 70-80% Last. Wir legen auch das Netz immer so aus, dass wir die Reserven haben. Weil müssen wir machen, weil wir haben zwar eine Village-Planung, aber wir müssen ja jetzt schon quasi die Planung fürs Camp fertig haben. Wir müssen dann im Detail noch umplanen. Es kommt noch einer mit einem Pizzaofen mit 32 Ampere oder er hat eine Spülstraße oder da muss noch irgendwie Beleuchtung angeschlossen werden. Das jonglieren wir quasi schon so raus und schauen auch so, dass wir diese Sicherheitsinfrastruktur wie zum Beispiel Datenklos oder jetzt Wegebeleuchtung möglichst separat anschließen, dass wir in der Richtung auch eine möglichste Redundanz haben, dass gerade kritische Infrastruktur oder Wasserpumpstationen natürlich nicht sind. Ja, wir sind aber trotzdem im Prinzip auf dem Gelände. Die Power-Hotline ist nie still, da ist immer da ist ein Problem. Da müssen wir halt immer gucken, dass wir das regeln. Ja, es fallen auch Sachen aus. Gucken. Und dann sieht man halt hier jetzt, klar, wir haben es zum Beispiel oben, das ist schon relativ lang, legen wir tatsächlich eine 150 Meter 125 Ampere Leitung. Ja, 35 Quadrat. Das dürfte auch so das Maximale sein, was wir auf der Sicherungsebene realisieren können. Oft ist das so, dass wir teilweise auch geringer absichern. Wir legen da zum Beispiel hier unten, sieht man weiter, 125er Leitung, die aber mit maximal 63 Ampere belastet wird. Einfach, dass wir einen höheren Querschnitt bekommen, dass wir die Abschaltbedingungen realisieren können. Und man sieht schon, das sind schon Leitungslängen, wenn man sich das überlegt, das sind oben 150 Meter, 200 Meter, 225 Meter bis zum letzten Verteiler. So. Und dann, da kommen die Villages dran. Dann steckt da noch mal ein 50 Meter Kabel dran. Und dann sieht man mal, da sind wir bei 275 Meter, was wir haben. Da sind wir auch so ziemlich am Ende
was wir mit so einer Niederspannung, mit den üblichen Querschnitten, die wir halt auch vom Verleiher bekommen, klar, wir können auch Powerlock legen, dann kann man das vielleicht nochmal 50 Meter rauszögern. Wenn man noch einen dickeren Querschnitt legt, dann ist aber Schluss. Ja, dann kommen wir einfach nicht mehr weiter. Und das ist das Riesenproblem, was wir halt bei solchen Großevents haben, wo wir quasi die komplette Fläche auch bespielen. Ja, da gibt es ja im Prinzip kaum Fläche, die wir nicht bespielen. Ja, und das Gelände ist halt schon ziemlich groß. Ja, und das ist, warum wir die Topologie so bauen müssen. Ja. Dann kamen auch immer die Fragen, ja, ich kann jetzt meinen Balkon Solar. Gibt es jetzt Förderung für? Kann ich nur % Mehrwertsteuer? Sag ich, toll, bringe ich mit. Da kommen wir halt zum Thema, wo wir ganz klar sagen, einspeisen in das Campnetz auf gar keinen Fall. Ja, also das können wir einfach als Powerteam nicht sicherstellen. Die Leute stecken irgendwo was ein. Da kann man zwar schön immer sagen, sagt uns Bescheid, wo ihr das anschließt. Wir wissen es nicht, es stecken irgendwelche Leute was ein. Und das ist für uns einfach nicht handelbar. Ja, man muss halt überlegen, falls da irgendwas nicht in Ordnung ist, es schaltet ab irgendjemand und dann speist so ein Teil ein. Leute gehen da dran, es speist zum Beispiel ein, Fehlerstromschutzhalter hat er ausgelöst, das Gerät, wir sind da klar, wir wollen experimentieren, vielleicht baut jemand was selber oder gibt es irgendwie eine gepatchte Firmware für diesen Wechselrichter, spielen wir es ein. Ist klar, wir sollen ja experimentieren, aber wenn man sich überlegt, wenn sowas passiert, FIS löst aus, der Wechselrichter speist aber weiter ein. So, und dann weiß jeder, was für Equipment unsere Bastler da teilweise mitbringen. Und für mich ist das Killer-Feature einfach, da kommt das kleine Kind, fasst irgendein Gerät an, FIS löst aus, der speist weiter ein und wir haben ein totes Kind. Das möchte ich nicht gewährleisten. Und das sage ich jedem, es gibt Sachen, das machen wir einfach nicht. Ja? Das können wir einfach nicht gewährleisten. Ein weiteres Problem, was wir auch haben, das Energieverbundnetz, was wir halt in Europa haben, ist von der Frequenz extrem stabil, sage ich mal, gegenüber einem Generator. Der hat zwar einen Regler drin, der hält das schon auf 50 Hertz, aber je nachdem, wenn mal was zu abschaltet, schwankt die Frequenz durchaus mal wesentlich stärker. Und viele Balkonkraftwerke, je nachdem wie eng toleriert die quasi ihre Einspeisung, sobald der halt die Frequenz wegläuft, müssen die abschalten. Wie eng ist das toleriert, dann schaltet das Ding zu, dann kommt die Frequenz rein, dann habe ich auch dauernd irgendwas, was dazu und abschaltet. Ja? Dann, wie beschrieben, Selbstbaulösung, schalten nicht ab. Ja? Ja, da gibt es ja schön beim Chaos Computer Club, heißt ja so, wer macht, der hat. Ne? Also das ist ja auch bei vielen so machen. Mach halt einfach, dann ist es halt erledigt. Ja, wenn du irgendeine schöne LED-Beleuchtung, hat letztes Mal irgendwie diesen Zug unbeleuchtet, fand ich cool, kann man machen. Ja, da nicht. Ja, Personenschutz und Haftungsfragen sind nicht diskutierbar. Ja, was wir machen, dieses Grumpfnetz, was ich vorhin in dem Bild gezeigt habe, das wird jeder FIL-Schalter da drin, jeder Verbrauchspunkt, Abgabepunkt wird von uns gemessen mit einem Installationstester und wir machen ein Protokoll, weil ihr glaubt doch nicht, wenn euch ein Verleiher erzählt, ihr kriegt irgendwelche Equipment von dem, das ist geprüft. Vergesst es, das ist nicht geprüft. Es ist zwar mal irgendwann geprüft worden. Wo kommt das Zeug her? Kommt es aus dem Lager vom Veranstalter? Nein, es kommt von der letzten Veranstaltung. Das Zeug wird rumgeschmissen, das Zeug kommt vom LKW, wird draufgeschmissen und bei jeder Veranstaltung sortieren wir Defekte aus. Wir haben da so ein kleines Agreement. Wir reparieren das einfach, wir sind genug Elektrofachkräfte, wenn ein IF-Schalter rausgemessen wird, dann bestellen wir einen Großhandel neu, der kommt so, jeden Tag bei uns aufs Gelände gefahren, bauen den ein, am Schluss sagt der Verleiher, heult uns rum, oh, da fehlen wieder so und so viel Kabel und sowas, dann sag ich, ja, und das und das von euch kaputt, das haben wir euch repariert. Standefunk voll, alles klar, passt, gibt keine Rechnung. Und so lösen wir das Problem. Also das ist im Prinzip, und das müssen wir einfach gewährleisten. Früher hat man sowas einfach aufgebaut, ja, und selber auf Veranstaltungen schon gehabt, auf der Schar war es, dass da irgendwie ein Kabel vom Verleiher, da waren zwei Pins gedreht, da hatten wir auf einmal einen Switch, der hat 400 Volt, der fand das richtig gut. Dann war das nicht mal ein 10 Gigabit-Switch, war dann ein 50 Gigabit-Switch, aber für 3 Millisekunden. Aber muss man sagen, damals war echt so, dass das Ding hat abgeraucht und was hat einer gemacht, ein Nerd, der ist zum Generator gegangen, hat Null ausgedrückt. Und perfekt, war die richtige Reaktion. Wenn irgendwas raucht, Qualm oder sonst was, klar, finde keiner toll, aber im Zweifelsfall da drücken oder abschalten und dann Bescheid sagen, hör mal zu, hier war ein Problem und aus dem Grund habe ich den Generator abgeschaltet. Ja. Ja. Das ist jetzt mal das Thema Großveranstaltung. Ich hoffe, ich habe das so einigermaßen rübergebracht, was so dieses Thema sind, was uns da eigentlich verhindert, dass wir sagen können, klar, aber da muss man sich andere Veranstaltungen überlegen, wenn man sagt, wir machen halt ein ökologisches Camp, da gibt es halt wirklich keinerlei große Infrastruktur. Da muss man immer noch gucken, bei so vielen Leuten wird das vorgeschrieben.
Ne, kleinere Events wesentlich einfacher. Ich bin auch gerne auf kleineren Events, die haben auch ihren Charme. Ne, in der Regel 100, 200 Teilnehmer. ISMP, gut war es lange nicht. Das WebCamp, das Voidcamp im Bayerischen Wald, das Hack Open Air. Es gibt viele kleinere Veranstaltungen. Ne, in der Regel, ich kriege seitens der Behörden im Prinzip keine oder wenn geringe Auflagen. Oft ist es eine Nutzungsbedingung, das ist ja oft so in einem Pfadfinder, Jugendzeltlage etc. Zwar ein paar Regeln, die ich einhalten muss, ansonsten habe ich da relativ freie Hand. Ne? Ich kann da machen, was ich möchte, ich habe Zeit. Und was haben wir da? In der Regel ist eine Grundinfrastruktur vorhanden. Hier, das ist jetzt die ISMP. Da oben ist ein Duschen da, es liegt so ein 50 Quadrat Aludraht da hoch. Wir haben zum Beispiel sanitäre Einrichtungen benutzen können, die funktionieren halt einfach. Es ist warm Wasser da, die kann man benutzen. In der Regel haben wir da irgendwie einen 23 Ampere Haushaltsstromanschluss. ISMP hat irgendwie 50 Ampere. Und frischen Abwasser ist vorhanden. Das muss ich nicht bauen. Das kann ich einfach benutzen. Und bei 100, 200 Leuten komme ich in der Regel mit dieser Infrastruktur, die dort vorhanden ist. Meine Frau- und Herrentoilette und die für jeden zwei Duschen. Das reicht. Ja, ich muss da halt nicht für 5000 Leute plus bezahltes Personal. Wir sind ja nicht nur 5000 Leute auf dem Camp, die in Kebekeb zahlen. Da sind ja dann noch die bezahlten, die ganzen Essenstände, die entsprechenden Helfer, die bezahlt werden da, die Aufbaucrews oder sowas. Die sind ja auch noch auf dem Gelände. Ja, das muss ich alles gewährleisten. So, kleine Veranstaltungen machen wir auch oft. Da haben wir das übliche Leitungslängenproblem. Meistens so, dass ich ja eh nur weiß, irgendwie, wenn ich Glück habe, draußen irgendwo einen 20 Ampere Anschluss habe, den ich benutzen kann. Ja, da kann ich 50, 100 Meter. Dann ist auch meistens Ding. Da machen halt so kleine Insellösungen, sind da super attraktiv. Wenn ich sage, ich habe da noch eine Wiese, die ist ein bisschen weiter weg, da baue ich eine Insellösung hin. Ja, da macht irgendwie ein bisschen Solar. Was brauchen die Leute? Die Infrastruktur habe ich unten. Die wollen vielleicht mal ein bisschen Laptop laden, ein bisschen LED-Beleuchtung fürs Zelt. Irgendwie, das ist einfach zu machen. Ja. Eine weitere Geschichte, ich baue ja auch gerne ein Wohnmobil um. Meins ist jetzt auch wieder auseinandergenommen. Es gibt hier dieses Power Assist, das ist von Victron Multi Plus, gibt es wahrscheinlich auch von Mastervolt und anderen Dingern. Das ist zum Beispiel eine ganz coole Geschichte. Der speist nicht ein. Was das aber machen kann, er kann zuspeisen. Der synchronisiert sich zwar aufs Netz auf, und dann kann ich einstellen, wie viel Strom er vom Landstrom zieht. Zum Beispiel die ISMP hat immer das Problem, da gibt es einen Durchlauferhitzer, einen Abwurf, für den, wenn der Pizzaofen die Heizung anmacht. Und und dann muss man doch mal ab und zu zur Trafostation runterlaufen und dann einen Schalter wieder reindrücken, weil er doch zum ausgelöst hat. Ne? Und da kann man sozusagen machen, wenn ich Großverbraucher habe, dann sagen, dann nimmt er halt diese kurze Zeit, wo der läuft, speist er aus der Batterie zu, er synchronisiert auf, speist aber nicht rück. Sondern er sagt, nur der Ausgang vom Wechselrichter, da kommt, speist er dahin, nimmt halt einen Teil der eingestellten Menge aus dem Energienetz, den Rest nimmt er aus dem Akku und wenn ich das Gerät abschalte, lädt er quasi den Akku zurück. Das ist zum Beispiel auch eine super Möglichkeit. Und er kann natürlich trotzdem noch Solar einspeisen in den Akku, zum Beispiel, um solche kleinen Veranstaltungen irgendwie auch zu unterstützen, wenn ich nicht genug Strom habe. Das ist eine schöne Lösung. Das ist halt auch die Lösung, die werden wir wahrscheinlich irgendwie mal bauen auf der nächsten ISMP. Vielleicht findet sie nächstes Jahr wieder statt. Wäre schön. Schönes kleines Camp. Und da werden wir mal gucken, was wir machen. Und wenn da mal was ausfällt, ne, auf so einer kleinen Veranstaltung, ja, da ist, fällt halt mal der Strom aus. Naja, bei 100 Leuten oder sowas, ne, ist tolerierbar. Sag ich, okay, müssen wir fixen, dauert vielleicht mal eine Viertelstunde, dann geht's wieder. Alles machbar. Wenn ich mir überlege, wir haben es auf dem Camp, da fällt eine größere Stelle aus oder irgend sowas. Oder die Wasserpumpen, Abwasserpumpen fallen aus und dann versucht man auf dem Camp irgendwie den Leuten mitzuteilen, so, ja, ist jetzt mal kein Wasser oder sowas. Ne? Also ich hatte auf der MCH letztes Jahr auch so ein tolles Ding. Ich stehe in der Dusche, Haare eingeschäumt und dann fällt die zentrale Frischwasserversorgung auf dem kompletten Gelände aus. Wie gut, dass ich mein Wohnmobil mit hatte. Die Dusche war zwar vollgestellt, aber die Heizung war an, es war Wasser war an und es war Wasser drin. Ja, aber das sind halt so Sachen. Ja, auf einer großen Veranstaltung kann das schnell zu Problemen führen, vor allem, wenn dann wirklich was länger dauert. Ja. Das ist eher so, sage ich mal, die Geschichte. Kleine Veranstaltung, klar, kann man machen. Da macht es auch sinnvoll, dass man sagt, so Leute, wo ihr nur schlafen gut, kleine Zelte oder ich habe da meine Pavillons, ein bisschen LED-Beleuchtung, ich habe ein Fallsolarpanel oder irgend sowas. Das nehme ich mit. Machen dann jetzt mit den Lithium-Akkus, also Lithium-Eisenphosphat-Akkus, gibt es jetzt mittlerweile auch, sind günstiger geworden, kann man auch selber importieren. Ich baue meine Akkus alle selber mit einem BMS dazu. Kann ich halt relativ Energiespeicher bauen, Solarregler dazu, Wechselrichter dazu, kann ich super tolle Insellösungen bauen. Ja. Das gibt's fertig zu kaufen, da kann man halt hier irgendwelche Boxen aus diversester Fertigung in gut oder schlecht kaufen. Habe ich meistens einen kleinen Akku drin.
ich habe einen kleinen Wechselrichter drin, habe USB-Anschlüsse oder sowas, habe eine Möglichkeit, das über 230 Volt zu laden, über 12 Volt zu laden. Sowas ist dann ideal. Ja, und sieht man mal so eine Selbstbaulösung. Zwei entsprechende Lithium-Eisenphosphat-Akku, ein kleiner Victron-Wechselrichter. So ein, das da unten ist ein Smart-Shunt. Wir haben bei den Lithium-Batterien das Problem, dass die eine relativ flache Entladekurve haben. Ich sehe anhand der Spannung nicht, wie voll sie ist. Und dieses Teil macht dann quasi über Messen der Energiemenge, die in den Akku reingeht und rausgeht, also Ladestrom und Spannung. Deshalb hängt der auch im Minuspol von der Batterie, kann ich halt sehr gut die Energiemenge messen, die ich in so einem Akku habe. Ich kann auch relativ genau skalieren, was ich, wie viel Energiemenge, wie lange hält es auch. Und das Tolle am Victron-Zeug ist, die haben halt sämtliche Protokolle, auch das Bluetooth-Protokoll mittlerweile offengelegt. Ich kann halt, gibt es viele Open-Source-Lösungen für, kann halt da auch schön Monitoring betreiben, was kann ich machen. Also sowas zum Beispiel, wenn man das auch wirklich nutzt. Ich sag mal, Equipment ist vorhanden und ich fahre mal regelmäßig weg oder sowas. Es wäre viel zu schade, sowas zu bauen und es dann 4 Jahre in den Keller zu stellen. Weil dann ist das auch nicht sustainable, wenn ich sage, so ja, ich kaufe das halt einmal, dann hätte man da auch eher sagen können, ja, okay, dann nimmt sich halt den Dieselstrom, das ist schade drum. Aber ich finde, solche Lösungen sind cool. Und es macht halt auch Spaß mit solchen Sachen, wenn man ein bisschen ein paar Sicherheitsanforderungen einschließt, sind wir auch jederzeit bereit, auch ich bereit, wenn da Fragen sind oder mal Ideen habt, wie man sowas baut, einfach fragen. Da kann man auch wirklich experimentieren. Aber das sind Insellösungen. Ne? Auch dort muss ich, als der sowas baut, die entsprechende Sicherheit herleisten. Also wenn ich da einen Wechselrichter betreibe und Sachen anschließe, gehört genauso die Brücke zwischen N und PE im Wechselrichter und halt der FI-Schalter dahinter. Und die Erdung halt dazu, dass ich sowas halt auch einen Personenschutz gewährleiste. Das sollte ich halt immer gucken. Oder ich sage ganz einfach, ich mache es halt nur auf der, was ich, 24-Volt-Ebene maximal, arbeite nur mit DC, Schutzkleinspannung, passiert nichts. Und wenn ich entsprechende Sicherung an der Batterie habe, das beim Kurzschluss halt auch abschaltet, beziehungsweise das BMS sorgt als zweite Sicherheit dazu, es soll immer eine Sicherung da sein, kann ich das einfach mit Schutzkleinspannung betreiben und dann kann ich damit super experimentieren, ohne dass Gefahren bestehen. Kommen wir noch zum Thema Camper. Es ist ja auch ein Steckenpferd von mir. Und ne, Camper ist ideal. Ich habe ein Fahrzeug, das habe ich so oder so. In der Regel, wer ein Camper oder ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil hat, der nutzt das ja auch regelmäßig. Das wird er ja auch nicht nur alle 4 Jahre aus der Garage holen. Klar, Solar drauf ist natürlich super. Ne? Das Fahrzeug wird genutzt. Ich habe ein Dach. Ne? Das ist zwar jetzt nicht ideal, weil es halt Flachlicht, aber trotzdem, ich habe eine Dachfläche. In der Regel gucke ich halt, dass ich nicht unbedingt unter dem Baum stehe. Ja. Autark stehen ist auch viel schöner. Ich kann halt mein Auto irgendwo hinstellen. Ich kann, wenn ich es richtig auslege, habe ich einmal einen einzigen limitierenden Faktor, dass ich das Wasser oder Abwasser, was ich habe. Aber da gibt es auch Methoden mit Trenntoilette oder etc. Ja. Da kann ich schon so. Und ich kann natürlich auch meinen Energieverbrauch exakt so auch ausrichten. Was kann ich mir erlauben? Ja. Hauptsächlich die Geschichte so, es gibt eigentlich 2 Arten von Camper. Ich bin momentan auch meinem Bekannten, der hat eine Firma. Ich sag mal so, der Feld-, Wald- und Wiesencamper, so werden die halt von der Fahrzeugindustrie ausgeliefert. Ich sag mal, für unser Seite, der ein bisschen da basteln will, ist das eigentlich völlig indiskutabel, was da drin ist. Ja, ist so. Also es ist peinlich. Also das ist so dieses typische Schautladegerät. Das hat, es kann immer noch kein Lithium-Eisenphosphat laden. Also man schafft es nicht, die Ladekurve in diesem Gerät anzupassen, obwohl ein Mikrocontroller drin ist. Ja, da kann irgend so ein 20-Ampere-Ladegerät drin, es ist so eine 100-Ampere-Stunden AGM-Batterie drin. Bleitechnologie kann ich halt auch nur zu 50% nutzen. Ja, da habe ich ein bisschen LED-Beleuchtung im Fahrzeug. Ich habe eine Wasserpumpe, wenn die mal läuft, braucht die kurzzeitig 5 Ampere, spielt keine Rolle. Ich habe halt so eine Thomann-Kombi-Heizung drin, die zieht mal 5 bis 10 Ampere, wenn die Vollgas der Lüfter läuft. Und vorher habe ich noch einen USB-Charger, kann mein Laptop laden oder sowas. Und da reichen in der Regel auch so für den Normal, der wirklich nur sagt, ich nutze das Fahrzeug, wie es ist, so 1 bis 200 Watt Solar. Ne? Da komme ich eigentlich zumindest in den Sommermonaten vom Strom her unlimited. Ne? Ich habe abends ein bisschen LED-Beleuchtung an, habe ich in Vollzeit noch irgendeine Lampe hängen. Wie gesagt, lade mal meinen Laptop auf oder sowas. Reicht. Ne? Gut, unser eins will sich damit nicht mit Standard zufrieden geben. Ich sage immer so, dann baut man sich halt den Nerdcamper. Ne? So, habe ich auch so. Also, jetzt hier mal ein Prinzipschaltbild. Ich habe hier auch diesen Multi Plus drin. Das ist halt auch ein cooles Teil. Das hat eine Netzumschaltung drin, es hat den Transferschalter drin, hat ein Erdungsrelais drin, was diese NPE-Brücke halt macht, wenn das Gerät vom Autarkbetrieb läuft, dass halt auch der Fehlerstromschalter auch funktioniert. Es hat ein Ladegerät drin, gibt es in verschiedenen Leistungsklassen. Ich habe ein 120 Ampere Ladegerät drin, das lädt. Das heißt, mein Strom, die Akku mit 120 Ampere kann man einstellen und liefert halt da hinten 3 kW Sinus, kurzfristig 5 kW Sinus raus.
Ich mache da jetzt ein Induktionskochfeld dran. Ich habe eine Spülmaschine im Camper. Ja, was glaubt ihr, wo die Leute, sie fahren auf eine Veranstaltung, alle zelten sie um einen Wohnwagen. Glaubt ihr, wo das Geschirr steht? Amazon 150 Euro eingebaut, seitdem ist Ruhe. So, läuft wunderbar vom Wechselrichter. Ja, also hat da kurzzeitig 1,5 kW, wenn die Heizung hart läuft. Ansonsten läuft da eine Pumpe drin. Das ist eigentlich überschaubar. Ne? Man hat, also kann auch euch sagen, diese Induktions-, diese Gaskochfelder, was diese Campingindustrie da liefert, da absoluter Müll. Also da kriegt man ja nicht mal gescheit was angebraten oder irgend sowas. Also es ist wirklich, Induktionskochfeld macht richtig Spaß. Ne? Kaffeevollautomat. E-Bike-Laden ist auch so eine Geschichte. Ne? Die Akkus haben in der Regel so 36, 48 Volt. Und so ein Ladegerät 200, 300 Watt, das ist eine ganz schöne Energiemenge, die in so ein Fahrrad reinschiebt. Das denkt man nicht. Ne? Wenn da so ein Fahrrad, so hast zwar ich, die Rentner mit ihren zwei Fahrrädern, ja, ich habe mir jetzt einen Wechselrichter eingebaut und meine, ich will mein E-Bike laden und mein Akku ist irgendwie in einer Stunde leer. Ich sag, ja. Das ist eine ganze Menge Energie, die in so ein E-Bike reinstecken muss. Das, da braucht man schon einiges an Solar. Denkt man gar nicht. Ne? So, Haarföhn, unproblematisch, Kaffeevollautomat, ne, der läuft 5 Minuten. Der zieht ja mal 2 kW, aber für 5 Minuten. Haarföhn, 1000, 1500 Watt, läuft 5 Minuten. Ist gar nicht das Problem. Ne? Und wenn ich mir halt sowas bauen will, eigentlich mal, hab das mal schnell rauskopiert, ich schaue mir einfach an, was habe ich an Verbraucher und wie lange benutze ich sie. Ja, ich habe im Prinzip, wie gesagt, der Haarföhn oder das oder eine Beleuchtung, mein E-Bike-Laden etc. Ich habe übrigens normales Fahrrad, ich habe kein bescheißer Fahrrad. So, und das schreibe ich mir halt raus, wie lange will ich das betreiben. Ne? Dann mein Ertrag des Solars, ne? Sonnenstunden, und da muss ich halt auch denken, ich habe halt nicht immer Sonne. Und im Winter sieht es schon sehr, sehr mau aus. Momentan sind noch 140 Watt drauf, das ist viel zu wenig. Das kommen jetzt nochmal 400 Watt aufs Auto. Und dann kann ich mir halt in quasi in einem ganz normalen, in einem Spreadsheet das mal aufschreiben, was brauche ich überhaupt? Zum Beispiel, ich fahre jetzt hin oder was, kriege meine Batterien voll. Und wenn ich halt einen Negativertrag habe, also das heißt, ich verbrauche mehr, als ich eigentlich einnehme durch eine Solarenergie zum Beispiel, dann kann ich halt auch ausrechnen, okay, wenn ich meinen Energieverbrauch so und so betreibe, komme ich halt, was ich, 5 Tage aus und spätestens hat Feierabend. Dann muss ich entweder Strom anschließen oder fahren. Ich lade ja auch ein bisschen während der Fahrt. Muss man allerdings auch aufpassen. Wir haben in der Regel kann ich so maximal 50 Ampere von so einer Standardausstattung vom Mobil ziehen. Das ist, was der Fahrzeughersteller vorgibt. Ansonsten muss eine größere Lichtmaschine rein. Ja, mittlerweile durch Euro 5, 6 haben sie alle diese Booster, weil die Spannung halt, sobald die Fahrzeugbatterie des BMS, was an dieser heller Batteriemonitor, da sagt die Batterie ist voll, da sagt die Lichtmaschine, ich brauche keine 15 Volt mehr. Und dann regelt die runter, um halt auch die Schadstoffklassen einzuhalten. Und dann dachte ich, ja, ich baue so 90 Ampere Booster ein. Und dann wundern sich die Leute, dass irgendwann das Auto ausgeht, wenn ich dann noch abends Licht anmache und die Batterie hinten schön mit 90 Ampere lade. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Genau, das so im Prinzip kalkuliert man. Wenn ihr Fragen habt, später einfach mal melden oder mich anschreiben. Und dann kommen wir jetzt halt nochmal zu quasi dem sozialen Aspekt. Ne? Das haben wir damals im Vortrag auch gesagt. Der Verbrauch 2019 war pro Teilnehmer. Und wir haben, wie gesagt, wir haben das Warmwasser, entweder direkt mit Diesel geheizt oder mit Strom und den Strom, und zwar inklusive Auf- und Abbau. Also der komplette waren pro Teilnehmer 4,5 Liter Diesel, was wir auf dem 19er Camp verbraucht haben. Ja? Und da müsst auch überlegen, wenn ich da jetzt sage, ich habe noch 2 Solarplatten, ich stelle die noch in mein Auto rein. Ich sage, es ist viel besser, lasst das zu Hause oder lasst irgendwas Sperriges mit, wenn ihr hier was Gutes tun wollt, nehmt noch einen Hacker mit. Ja? Guck mal, 4,5 Liter Diesel, wie lange kann ich damit fahren? Selbst wenn ich sparsam fahre, ich fahre mit 100, komme ich da weit? 70 Kilometer, 100 Kilometer? So. Wenn ich jetzt aber noch einen Hacker mit Gepäck mitnehme und nehme noch 200 Kilometer mit, brauche ich ein bisschen mehr. Aber das bringt viel, viel mehr, als zu sagen, nur weil ich jetzt einfach, ja, ich will jetzt keinen Dieselstrom verbrauchen, nehme Solarplatten mit. Nur aus dem Zweck, dass ich keinen Dieselstrom brauche. Nimmt lieber Leute mit. Bildet Fahrgemeinschaften. Das ist viel, viel, viel sinnvoller, mehr Leute mitzunehmen, zu überlegen, was muss ich mitnehmen. Also macht euer Auto voll. Weil gesagt, das ist viel sinnvoller. Wir haben momentan einfach, gerade für dieses Gelände, ich sage es explizit für solche Gelände wie Miltenberg, wo du halt keine Möglichkeit hast, eine Versorgung zu haben. Es gibt keine Alternative. Weder verfügbar, wir können sie gar nicht mieten, noch ist es bezahlbar. Also klar, wenn ich ein Messegelände habe oder ein Großveranstaltungsgelände, wo immer eine Kirmes stattfindet, da ist das da. Aber wir will in der Stadt ein Chaoscamp machen.
ich weiß nicht, ob in München auf der Wiesn oder in Hamburg oder was, irgendwie in der Innenstadt will doch keiner ein Camp machen. Ja, und also schaut euch mal so Konzerte, so Rockkonzerte oder sowas an, was sie da aufstellen, das sind Dieselgeneratoren. Es lohnt auch nicht, dort eine Infrastruktur für zum Beispiel, selbst in Wacken, da glaube ich, liegt auch kein Strom. Die stellen da halt einfach für fürs Wochenende Dieselgeneratoren auf. Ist leider momentan noch alternativlos. Ne? Fazit einfach, Großveranstaltung eher schwierig. Ne? Ich sag mal, so eine Camper-Area, es kommt auch mal auf die Auflagen drauf an. Oder so abgesetzte Bereiche, wo man sagt so, ja, da gibt's halt wirklich nur PoE, mal eine Sektantenne und ein bisschen WLAN. Dann stellen Leute ihre Zelte an, schlafen, machbar. Ja? Und es sind halt detaillierte Planungen. Ja, gerade wenn wir erstmal neues Gelände bespielen, wir werden uns das immer anschauen, gucken, wo kann man natürlich machen, wie ist das optimal. Ja? Kleine Events, ist das super sinnvoll. Ja? Auch zur Ergänzung oder so. Oder vielleicht macht mal jemand ein Hackercamp, was haben wir machen, das komplett autark. Ja? Wenig Auflagen, das ist unkompliziert planbar, das Equipment, wenn man sich mal in den Hackerspaces irgendwie rumfragt, das kriegt man auch irgendwie alles zusammen, ja, ist eigentlich machbar. Großveranstaltungen wie ein CCC-Camp leider nicht. Gut, 45 Minuten, 46 Minuten Punktlandung. Da ist nochmal der Camp-Vortrag verlinkt, ne, einfach Media CCC, da ist nochmal das exakte Power-Monitor mit 19er Camp, da geht es auch nochmal genau das Thema, wie viel Energieverbrauch, wo haben wir was gemacht, wie haben wir das geplant. Ne? Wenn ihr technische Fragen zum Stromnetz habt, also nicht, wenn ihr ein Village anmeldet, macht das bitte über das Wiki oder sowas, da werden auch die Stromanschlüsse abgefragt, aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst was, das ist die CT Brauer-E-Mail, da könnt ihr jederzeit, wenn ihr sagt, explizit für das Camp, hör mal zu, wir haben eine technische Frage, kann man das so oder so realisieren oder wir dann dort fragen. Und nochmal der Link auf diesen Solargenerator, den Bredenort hat. Das unten, das Womolin, ist mein Womolin-Projekt. Da gibt es auch eine Steuerung, wo man dann auch zum Beispiel diese ganzen Victron-Komponenten mit steuern will. Ich habe jetzt auch so einen DC-Verteiler gebaut. Und meine E-Mail, wenn irgendwelche Fragen sind, schreibt es einfach. Oder hier noch. Ich finde ja ganz einfach. Ich laufe gleich wieder mit den neonklebenden Klamotten rum. Und dann habt das. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Fragen sind, gerne. Wir haben jetzt noch, ich denke mal, gute 10 Minuten. Ja, eigentlich noch 15 Minuten fast. Ah, gut. Ja, erstmal danke. Spannendes und wahrscheinlich kontroverses Thema. Wenn jetzt Fragen da sind, würde ich gerne alle bitten, so lange noch sitzen zu bleiben und zu warten. Und dann eben geschlossen. Also hier ist nur der Plan. Ich glaube, er hat eine bisschen bessere Auflösung jetzt. Und da kann man hier auch nochmal detailliert so reinzoomen. Genau, da sieht das ein bisschen besser aus. Genau, sind denn Fragen da? Da hinten sehe ich schon mal eine. Ja, herzlichen Dank für den Talk. Sehr interessantes Thema. Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, als ich in Südafrika war, weil da regelmäßig Stromausfälle sind, auch geplant, weil der Netzbetreiber sich verzockt. Und da war mal die Idee aufgekommen, wenn man schon einen Dieselgenerator in Betrieb hat, ein ganz normales Solarsystem oder Photovoltaiksystem mit einem Netzwechselrichter dran zu hängen, der dann, wenn Solarstrom verfügbar ist, in dieses Generatornetz einspeist und damit den Generator entlastet. Ist sowas auch denkbar? Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber die Leistung wird wahrscheinlich auch relativ klein sein, aber ja, das ist super denkbar. Also es gibt da halt von verschiedensten Bekannter hat es, glaube ich, ein italienischen Wechselrichter, das Victron-Zeug kann es, da gibt es ja auch diese Quattro-Wechselrichter, die haben zum Beispiel einen Eingang für Netz, für Generator, Batterie, ganz wichtig, die wirst du immer brauchen, einen Pufferspeicher sozusagen, wo auch der Solar reinladen kann, wenn ich weniger Energie nehme, die Energie möchte ich ja nicht verschenken, ist technisch überhaupt kein Problem, lässt sich super leicht realisieren, gibt es von nicht nur Victron, auch anderen Herstellern Komponenten, die man genau zu diesem Zweck zusammenschalten kann. Also das ist eine super Idee. Gibt es auch irgendwie ein tolles Video von Victron, wo sie, ich glaube, in irgendwo Osteuropa haben sie ein komplettes Werk mit Batteriespeicher dort dazwischen gehängt, weil die Energieversorgung so schlecht war. Ja? Also das ist tatsächlich so, auch mit diesen Haushaltsspeichern. Mein Bekannter hat der hat auch, ich glaube, einen chinesischen Batteriespeicher und der Wechselrichter hat einen extra Ausgang, den er zum Beispiel unterbrochen versorgt. Das heißt, wenn der Netzstrom wegfällt, läuft da, solange der Akku voll ist oder Solar kommt, läuft der Ausgang weiter. Da gibt es Lösungen für, kann man selber bauen oder gibt es fertig zu kaufen. Weitere Fragen? Äh,
Auch von mir, danke für den Talk. Wenn ihr so ein Camp aufbaut, du hast gesagt, irgendwas funktioniert immer nicht von dem Zeug, was ihr so leiht. Was ist denn da so die Ausschussquote? Naja, also wir haben, sage ich mal so, wir haben so, was der Menge, die wir mieten, da sind so 5, 6 FI-Schalter. Das meiste sind tatsächlich, dass mal irgendwo ein Steckerdefekt ist, mal ein Kabelbruch drin ist. Aber wirklich, für uns geht es halt auf den Personenschutz. Also Kabel mieten wir mehr, notfalls, wenn das mal kaputt ist, weg. Aber oft ist es so, dass man da mal was reparieren muss. Was, wir brauchen es jetzt. Aber RCD-Schalter tatsächlich, FI-Schalter, haben wir jetzt jedes Mal welche gefunden, die nicht mehr die Norm eingehalten haben, beziehungsweise gar nicht funktioniert haben. Ist nicht viel, also das Zeug ist schon in Ordnung, aber wir haben auch diese Baustromverteiler von HPT, die sind halt auch einfach günstig, ne? Und die sind halt auch teilweise auf Baustellen, ja, dann muss man halt schauen, dass man das irgendwie hinkriegt. Es ist relativ gering, aber man darf sich nicht drauf verlassen. Ja. Eine Frage? Ja, und zwar mit den Kurzschlussströmen, ist das wirklich so einfach, dass man einfach sagt, man hat eine gewisse Länge an Kabeln, einen gewissen Querschnitt, rechnet einen Widerstand aus und sagt dann, okay, dann hat man den und den Kurzschluss bei dem Strom, oder ist da irgendwie noch eine höhere Mathematik dahinter? Ja, erstmal wird in der Planung natürlich theoretisch ausgerechnet, was brauche ich. Ne, ich habe einen Kabelquerschnitt, also ich kann erstmal theoretisch ausrechnen, was ich habe für einen Widerstand. Wir messen es aber trotzdem nochmal. Ja, aber natürlich in der Planung vorher, ich messe tatsächlich, ich kann einfach ganz schnöde den Innenwiderstand von der Schleife ausrechnen, was habe ich, und dann weiß ich, ob ich passt. Und wir messen es aber nochmal nach, weil das kann schon mal sein, dass irgendwo eine Schraube lose ist, und dann das findet man damit auch. Ja, ich habe da so eine gelbe Box gesehen, die war wahrscheinlich von Flug, das ist so die Messgeräte. Ja. Was für Messgeräte oder in welchem Preisbereich liegen solche Messgeräte, um sowas da durchzumessen? Und also gibt es da so einen Gebrauchtmarkt auch dafür? Also es gibt einen Gebrauchtmarkt, obwohl ich sage, wenn man es halt kommerziell einsetzt, muss ein Gerät kalibriert sein. Ja? Der einfache Benning, der ist relativ günstig, also der halt nur FI-Schalter Typ A messen kann, also die normalen nicht gleichstrombehafteten, also wenn wir jetzt nicht keine ELA so messen, der liegt unter 1.000 Euro. Also wir haben ein paar, man kann auch einen Gebrauchten kaufen, sollte aber gucken, wenn man das vom Gerät mit, dass zumindest eine neue Kalibrierung dabei ist. Dann weiß man, das Gerät ist in Ordnung. Und das sollte man halt auch alle gucken, je nachdem, wie man es einsetzt, nochmal einschicken. Aber das ist so der Umkreis. Wir haben auch mittlerweile 5, 6 Geräte mittlerweile bei uns. Ich habe mir auch eins gekauft, ich habe mir etwas teurer gekauft, 1.500 Euro. Weil ich auch mittlerweile selber sage, wenn ich irgendwann was mache oder wenn ich zum Beispiel in einem Camper was einen Wechselrichter einbauen, kurz gemessen, und dann weißt du einfach, es ist in Ordnung. Das ist einfach ein gutes Gefühl. Noch Fragen? Es ist mehrfach gefallen. Was sind Datenklos? Datenklos sind die Dixie-WCs, die wir mieten, ohne Toilettenflüssigkeit, wohlgemerkt. Das ist immer Überzeugungsarbeit, wo die Switche und die WLAN-Assesspoints drinstehen. Und sie sind immer abgeschlossen. Rat mal, warum. Und sie werden immer gehackt. Ja gut, wenn man Schlösser aus der unteren Qualitätsniveau kauft, dann muss man sich nicht wundern. Aber egal, also tatsächlich, hauptsächlich ist darum, dass Leute keinen Scheiß machen. Aber da kommt der Wort Datenklo her. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist mehrfach passiert, dass die Dinger benutzt wurden. Auch schon im Vorfeld, die wurden geliefert, da war noch kein Schloss dran. Und irgendeine auf dem Campgelände, wahrscheinlich ein Besucher, die sind ja am Anfang noch drauf, die normalen Besucher von dem Ziegeleipark, ist benutzt worden. Ihr könnt euch noch weitere Fragen überlegen. Ich hätte jetzt mal zwischendurch eine. Wie viel Vorlaufzeit fangt ihr an, so ein Camp zu planen mit der ganzen Elektrik? Grobplanung, gut, bei dem Gelände kennen wir schon. Die wird schon im letzten Jahr stattgefunden haben. Hauptsächliches Problem ist, dass wir rechtzeitig sagen, okay, wir machen es. Weil das hauptsächlich ist, was kriegen wir an Material? Das ist tatsächlich das Hauptproblem. Sonst ist tatsächlich so, dass irgendwann die Verleiher sagen, haben nichts mehr. Also das ist schon so, dass man diese wichtigsten Bestellungen am Material, die sollte man relativ zeitnah machen. Ne? Gut, wir haben da Erfahrung, welche Lieferanten uns was liefern, und bei Bredenort haben wir auch schon gesagt, so, wir planen ein Camp, so reserviert uns schon mal so ungefähr das, was wir brauchen. Aber muss man wirklich, bei solch Großveranstaltungen ist wirklich Material, aber wir haben massive Probleme letztes Mal gehabt, WC-Anlagen und sowas. Normal will man ja eigentlich nicht die Strombetriebenen haben, weil dann, sondern es ist tatsächlich energetisch sinnvoller, da Gleichheizöl rein zu tun. Aber das muss man rechtzeitig bekommen. Das ist gar nicht so einfach. Und jetzt gerade ist natürlich der Boom, Veranstaltungen finden wieder statt. Ja? Also wir haben es zusammen, aber man muss wirklich rechtzeitig anfangen. Ja? So, sind noch Fragen aus dem Publikum?
Ich sehe gerade keine. Wenn ihr noch private Fragen habt, werdet ihr RF-Guy sicherlich noch hier ein paar Tage lang sehen. Ja. Und auch ansonsten bei anderen Veranstaltungen, sage ich immer, zu sehen. Ja. Genau. Dann würde ich nochmal sagen, wirklich danke nochmal. Das Interesse war, glaube ich, schon gegeben. Und ich glaube, du hast ziemlich viele Fragen halt gut lösen können. Und ja, danke. Ja, danke schön.